Ihr kennt es, die alte Kamera kann nicht mehr so das, was man eigentlich will oder was man Neues lernen will, die Grenze ist erreicht. Ich hatte damals noch eine Canon EOS 5D Mark IV. Klar konnte die auch schon filmen, aber für mich war klar, ich muss einen Wechsel machen. Und dann kamen die EOS R-Systeme auf den Markt und ich habe mich dann für eine Canon EOS R5 entschieden. Ich wollte damals einfach einen Allrounder haben, der sowohl Film als auch Foto kann. Ich habe die Möglichkeit, mit dem EOS R-System einfach in einer höheren Bitrate zu drehen. Ich kann also mit viel mehr Frames per Second arbeiten, bis zu 100 Frames. Ich habe ein ziemlich flaches Bildprofil, einfach einen viel größeren Dynamikumfang. Das ist schon geil. Mir macht das echt Spaß. Ich bin ein ganz großer Freund davon, klein anzufangen. Das gilt natürlich auch mit Kameras, dass man mit den Kameras auch wächst, weil die Bedürfnisse, die man letztendlich hat, die stellen sich erst einmal im Laufe der Zeit heraus. Und ich finde, dass man für den Beginn, wenn man jetzt von Foto auf Video umsteigt, einfach die Kamera braucht, ein Objektiv seiner Wahl, womit man vertraut ist, back to basic. Was beachte ich bei Objektiven? Ich glaube, für mich ist wichtig, dass ein Objektiv leicht ist, dass es klein ist. Intern stabilisiert ist auch immer gut. Gerade wenn ich mich viel bewege, dann möchte ich natürlich auch eine stabilisierte Linse haben. Ich nutze dann also praktisch einmal den Stabilisator in der Linse, aber auch in der Kamera selber. Thema ND-Filter. Gerade im Film wollen wir natürlich eine möglichst lange Belichtung haben. Hier greift die 180-Grad-Regel. Ihr wisst, 25 FPS, doppelte Anzahl an Verschlusszeit. Das heißt, 1/50 Sekunde sind 25 FPS, um meine perfekten Bewegungsabläufe zu haben, auch in der Kamera. Dazu nutze ich super gerne einen variablen ND-Filter. Thema Stromversorgung. Wichtiges Thema, habe ich mir lange Gedanken gemacht drüber, mache ich auch immer noch. Natürlich wichtig ist, hab genug Akkus bei. Gibt die Möglichkeit, kannst einen Batteriegriff einfach nehmen. Man kann auch über den USB-C-Eingang mit einer Powerbank Kamera powern, aber auch mit einem Netzteil zum Beispiel. Ich habe jetzt hier das 24-105-28 in der Hand und filme damit noch die Details bzw. den Gesang. Wir sind mit dem Performance-Part fertig, machen jetzt noch Aufsager für Social Media, die wir im Hochformat aufnehmen, für alle möglichen sozialen Netzwerke. Eigentlich sind mittlerweile alle auf Hochformat, bis auf Facebook. Wichtig zu beachten ist, dass ihr euch ein richtiges Framing aussucht und gerne immer ein Stück zurückgeht, sicherheitshalber, weil man in sozialen Netzwerken immer ein User-Interface hat, wo man eben Sachen einstellen kann, wo irgendwelche Funktionen sind, die man dann nicht verdecken sollte mit einem Gesicht oder irgendeiner wichtigen Information. Ich arbeite jetzt mit einem Lavalier-Mikrofon, weil ich halt einfach den Hall minimieren will und das Signal einfach wesentlich deutlicher ist. Der Vorteil ist, ich kann es an der Kamera pegeln, kann auch mithören, um den Pegel einmal zu checken. Das ist einfach gemacht, gerade für Interviews. Ich bin wirklich rundum zufrieden und glaube, gerade als Einstieg war es für mich damals die richtige Entscheidung. Ich kann alles ausprobieren, mich in allen Richtungen ausprobieren. Ich kann stabilisiert arbeiten, was total toll ist. Und ich habe einfach auch die Möglichkeit, mich eben in der Bildsprache auszuleben, durch eben Slow-Mo oder 8K, viel mehr. Ich kann reinzoomen, ich kann reinkroppen, kann einfach kreativ arbeiten. Und das finde ich geil.